Der Campingplatz Die kleine Wiehl ist vermutlich, vor allem für Deutsche, ein kleiner Geheimtipp. Er befindet sich direkt am Rande der friesländischen Hauptstadt Leeuwarden, direkt angrenzend an den Aquazoo Friesland und an ein großes Naturschutzgebiet. Direkt am Eingang, das konntet ihr gerade sehen, gibt es einen kleinen Supermarkt für den täglichen Bedarf, sowie auch ein kleines Restaurant, wo man was essen oder auch trinken kann. Das eigentliche Highlight dieses Campingplatzes ist es aber neben den doch sehr humanen Campingpreisen, dass hier auf diesem Eiland hier, ihr seht hier viele Städte aus Friesland, so sind die einzelnen Plätze hier bezeichnet, also dass man auf diesem Eiland hier wirklich sehr, sehr viel machen kann. Hier gibt es Kinderanimationen fast jeden Tag. Es gibt hier ein relativ großes Strandbad, das seht ihr dort, mit einer Rutsche. Hier einmal ein Blick auf die aktuelle Kinderanimation, als wir da waren. Und ja, ihr könnt im Prinzip rund um diese Insel theoretisch auch schwimmen oder halt eben mit irgendwelchen Wasserspielzeugen ins Wasser gehen. Die sanitären Anlagen auf dem Campingplatz Die kleine Wiehl sind top in Ordnung, gepflegt und werden auch regelmäßig gereinigt. Hier seht ihr einmal die einzige Wasserrutsche, die aber doch relativ viel Spaß macht. Wir sind hier einmal mit der Kamera runtergerutscht, um euch auch einen kleinen Eindruck von dieser Wasserrutsche direkt live on board mitzugeben. Seid ihr fertig? So, nun aber erst einmal zur Rutsche. Wir rutschen hier, die Rutsche ist noch relativ gut in Schuss. Also eine Verletzungsgefahr ist hier fast nahezu auszuschließen, es sei denn, man ist zu schnell, denn ihr seht das gleich in einer Kurve, nämlich genau jetzt, da war ich auch im Bild. Da kann man, ich vermute, wenn man richtig schnell ist, vielleicht sogar zu hoch kommen. Aber wir hatten das soweit nicht ausprobiert, diese Kurve hier. Zuletzt war das. Wie schon gesagt, könnt ihr hier fußläufig in den Aquazoo Leeuwardens gehen. Der ist hier direkt nebenan. Und auch die ja, Landschaft auf der anderen Seite oder ringsrum ist sehr faszinierend. Es gibt hier den großen Park Weiersburg. Da ist der Eintritt frei. Da sind Spielgeräte, Labyrinthe für Kinder und, und. Also es wird hier garantiert nicht langweilig. Hier seht ihr einmal einen Flug mit unserer Drohne, um euch einen besseren Eindruck nochmal von diesem Campingplatz zu geben. Was ihr hier auch jetzt sehen könnt, ist ein Floß, mit dem ihr von der einen auf die andere Seite kommen könnt. Das kürzt den Weg zum Supermarkt ein wenig ab, wenn das Floß auf der richtigen Seite steht. Ansonsten möchte ich euch noch einen kleinen Hinweis geben, nämlich auf unser Ferienhaus hier in Friesland. Ihr seht übrigens hier Leeuwarden Zentrum, ganz oben mit den entsprechenden Hochhäusern, mit der Skyline. Und unser Ferienhaus befindet sich in Friesland ungefähr 40 Minuten von hier entfernt im schönen Ort Makkum am Eiselmeer. Wir haben einen eigenen Steg, direkten Wasserzugang. Und wenn man zum Strand möchte, das ist ein Sandstrand, sind es ungefähr 300 Meter. Wie gesagt, den Link zu unserer Website findet ihr unten links im Video. Weiterhin verlinken wir euch unser Ferienhaus einmal in der Videobeschreibung unterhalb dieses Videos und auch einmal jetzt hier rechts oben in der Infokarte. Wer in Friesland Urlaub machen möchte, muss nicht unbedingt immer sich einmieten direkt an der Nordsee in Nordholland oder auch Seeland. Es gibt auch an anderen Stellen, wie zum Beispiel hier in Friesland oder aber vor allem auch am Eiselmeer, sehr, sehr schöne Plätze. Von daher schaut einfach mal unsere Playlist zu den Orten in Friesland und seht euch einmal an, wie schön hier oben die Gegend ist. Die Playlist hierzu verlinke ich euch auch einmal hier oben rechts und im Anschluss noch eine Playlist zu den Ausflugstipps mit
Kindern hier oben in der Gegend. Nun lasse ich euch aber mit den Aufnahmen, mit den restlichen Aufnahmen aus der Luft hier alleine und würde mich freuen, wenn ich euch einmal als Gast in unserem Ferienhaus begrüßen dürfte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und, wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.